Einfach mal stöbern, was mitnehmen oder auch was hinbringen und das ganz ungezwungen. Das ist das Konzept der Verschenkekiste. Der kleine Laden im Leipziger Osten ist gewissermaßen ein Umsonstladen für Textilien, Haushaltsgegenstände, Spielzeug und noch einiges mehr. Nicht alles, was man braucht, muss man neu kaufen, wenn es doch gut erhaltenes umsonst gibt. Also an den Besuchszahlen sieht man auch, dass es wirklich sehr gut angenommen wird und einfach etwas ist, was auch Leute verbindet. Aussortieren, neu besorgen und aber vielleicht eben nicht auf dem Weg über das Einkaufsgeschäft. Also gern einfach nur umsonst was mitnehmen, ebenso gern aber auch was hinbringen und vor allem vielleicht auch ins Gespräch kommen. Mit viel ehrenamtlicher Arbeit machen die Mitglieder des Verschenkekiste e.V. den Laden möglich. Und ja, da ist auch einiges an Idealismus dabei. Wir wollen natürlich ein Zeichen setzen gegen Wegwerfgesellschaft, gegen Massenkonsum und erstmal mit dem arbeiten, was da ist. Ja? Und das ist eben was, das geht uns alle an und es sollte es eigentlich auch viel mehr geben. Apropos geben, eine kleine Spende darf man natürlich beim Besuch dalassen. Schließlich soll es die Verschenkekiste ja auch künftig geben.